Und herzlich willkommen zu Folge 60 vom Direwolf 20 Projekt. Ja, aber letztes Mal ein bisschen noch wieder in die Barrels reingeschmissen. Die Bücher haben wir noch weggekloppt. Ja, und jetzt baue ich hier mittlerweile auch mal wieder ein paar Türen rein. Die kann ich eigentlich schon mal hier reinsetzen. Machen wir hier ein paar Türen rein. Da können wir schon mal vorbereiten. Und dann würde ich sagen, machen wir hier so einfache Dinger. Wo ich extra keine, sag mal schnell, Stahltüren oder sowas. Da reicht was ganz Einfaches. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Oder noch irgendwas Einfaches, genau. Danke. Ja, und wir kommen auch langsam, aber sicher so in die Phase rein, wo wir dann wirklich dieses Implied-Energetic-System brauchen und Energie. Das naht und naht. Und versucht sich so langsam heranzutasten. Also wir brauchen natürlich noch mal zwei davon. Zwei Türen brauchen wir auch noch. Dankeschön. Hier vorne steht fest, dass wir hinkommen. Hier. Ja, das sieht gut aus. Da brauche ich keine Steinplatten extra. Da laufe ich auch nur drauf rum. So, die kommen schon mal hier dran. Zack, Dankeschön. Und die lasse ich erstmal voraus weg hier. Das heißt, ich werde mit denen noch irgendwo hier mich hinbegeben. Das heißt, irgendwo hier noch reingeschmissen. Oh, da ist ein Buch. Das muss auch noch weg. Plünderung. Zwei, das ist immer so auf so ein Schwert am besten. Auf so ein Schwert wäre das ganz gut. Für Endermänner oder sowas kann man diese Plünderung super benutzen. Plünderung 2. Ja, das ist, wie gesagt, das ist wirklich gut. Da weiß ich auch gar nicht, wie das heißt. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert, dieses AT. Ich weiß gar nicht, wie man das. Ich weiß wirklich nicht, wie das heißt. Ah, die Bäume sehen gut aus. Die Bäume, die sehen gut aus. Aber ich suche jetzt mal dieses Schwert. Das Schwert, ja, wo ist es denn? Was ist denn hier? Ein Chargepad. Das ist auch nicht bei. Vielleicht finde ich es auch nicht. Ne, das ist es nicht. Umrechnungsmatrix, nein. Nein, 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 hier ist es nicht. Nein. Hier sind Schwerter, aber hier ist es auch nicht bei. Hier sind Raupen. Raupen, Raupen. Ne. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch existiert, das Schwert. Power. Ja, das ist dieses Power Suit Zeug. Da könnten wir uns auch diesen Table herstellen schon mal. Oh. Power, da ist er. Okay. Entweder mit Maschinenblock oder hier über Elektrum. Es wäre smart auf jeden Fall. Ich glaube, dann nehmen wir diese Variante und da ist Silber in der Mitte. Da ist Silber in der Mitte. Das heißt, ich brauche Elektrum. Redstone. Habe ich noch Silber? Stahl? Oh oh. Zinn. Eisen brauche ich. Gold brauche ich. Aber ich habe glaube kein Silber mehr, oder? Einmal Silber habe ich noch. Und schaue ich jetzt mal, ob dieses mit dem Stick noch funktioniert. Da brauche ich mal noch Sticks. Der Sound so laut? Nö. Ist genau gleich. Und dann ist mein interner Sound vom PC wieder lauter geworden. Das war, glaube ich, Glas. Ich kann Glas irgendwo. Glas Tanks. Nein. Nein, das sind jetzt alles hier hingeschmissen. Glas, Glas. Und ein Smaragd, der ist aber auf jeden Fall hier vorne hoffentlich. Also.
Dankeschön. So, warte mal, war das nicht so? Es gab auf jeden Fall ein Schwert, was so... Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert oder... ausgefallen. Es war Ex of Endermänner, aber ich glaube, das ist nicht mehr da. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir jetzt hier... Das ist bestimmt wieder falsch rum, wie ich mich kenne. Ja, yep. Nein. So, bitte. Danke. Das. Elektrum. Und jetzt mag es oben rein. Hier gibt es ein Power Armor Tinker Table und den brauchen wir, um später diese Armor Rüstung zu verbessern und sowas. Den würde ich sagen, da hier auch schon Zauberei ist, tun wir den mal erst in der Mitte hier. Oder hier so hin. Und da kommen, wie gesagt, hier die Sachen von den Power Fists und sowas schon alles hier fertig machen. Was kostet denn die Power Fists? Ach, die kostet Elektrum und Eisen. Okay. Ist ja gar nicht so teuer. Also es gab immer noch so verschiedene Rezepte dazu. Aber vielleicht haben sie jetzt die Rezepte so extra gemacht. Eisen, Elektrum, mein Gott. Eisen und Elektrum, mein Gott. Okay. Geht anscheinend nicht. Habe ich mich ja nicht vertan. Eisen, Eisen, Eisen. Elektronbarren. Elektronbarren. Eisen, Eisen, Eisen. Krieg ich nicht raus. Gut. Dann brauchen wir... Ja, die elektrischen Schaltkreise. Gut. Dann können wir eigentlich... Dann haben wir das noch. Dann haben wir das noch. Veredeltes Eisen. Was kostet das denn hier alles? Was kostet das hier? Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt herausgeht hier. Das so machen, ne? Das war, glaube ich, klar. Da brauchen wir jetzt mal 6, 12. Oh, mir geht langsam auch das Silber weg. Da müssen wir langsam was unternehmen, ne? Dass wir das wieder heil hinkriegen. So. Zack, 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 zack. Zwei Schaltkreise. Und dann machen wir mal das obere Zack. Dankeschön. Ach, drei. Nein, das kriege ich gar nicht mehr hin. Oh nein. Ich habe auch keinen Wawa mehr. Mist. Da habe ich mich so drauf gefreut. Naja, alles wieder zurück in den Gang hier. Dann darf hier raus. Die dürfen hier raus. Die brauchen nicht unnötig da drin zu sein. So, das haben wir. Dann müsste ich wieder diese Bäume anpflanzen, ne, diese Wawa-Saplings. Machen wir doch mal. Ich glaube, das sind die richtigen. Dann brauche ich nämlich ein bisschen Wawa davon. Zack. Einfach mal hier drum geschleppt. Sollen einfach nur wachsen. Passen aber hier hin. Oh, ich habe keinen mehr. Na gut, sind alle weg. Die würde ich dann, wenn sie jetzt hochgewachsen sind, alle schön abkloppen. Habe eine Kettensäge. So. Dann haben wir wieder Bambus da vorne. Hat gerade auch schon weg. Dankeschön. Dankeschön. Schauen wir nochmal bei dem Bienchen vorbei. Folge ist auch fast schon wieder zu Ende. 15 Stück. Ja, das läuft alles super. Das läuft super, dann können wir den hier eigentlich auch mal eben kloppen. Zack. Das Holz brauche ich nämlich für später noch was. Das ist aber ein kleines Geheimnis. Ein kleines Geheimnis von mir. So, das kann schon mal weggekloppt werden. Ja, müssen wir uns aber wie gesagt auch mittlerweile daran machen, dass wir wirklich ins End gehen und das machen. Und da bin ich am überlegen, ob ich jetzt dafür die Glück... Ich habe auch keine Glücks-3-Spitzhacke. Ich kann diese benutzen hier. Aber ich weiß nicht, ob die was bringt. Die werde ich ausprobieren. Ich muss meine Sachen aufladen. Die werde ich jetzt auch gleich machen. Also ich verabschiede mich schon mal bei euch beim Bett hier. Und lade in der Zeit hier Jetpack und das Bettpack auf. Und dann gehen wir gleich in die Hölle. Damit wir dann das alles zusammenbekommen. Gut.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Euer Flash-UTP und tschüssen.